Josen Leute, euer Ree hier. Und heute, ja, ist die Gewinnspiel-Auslosung. Ja, haben einige mitgemacht. Ja, also, hab hier jeweils drei, beziehungsweise auf einem Zettel habe ich vier Namen stehen. Und warum ich das so getan habe, erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Ja, vorher würde ich euch gerne zwei, drei Sachen zeigen, die mir ins Haus geflattert sind. Und fangen wir doch an mit einem Päckchen. Das war ein Tausch mit dem René aus München. Und er hat von mir bekommen für den 3DS XL diesen zum Dranklappen, also für unten. Dieser, ah, das ist nicht, das ist kein 3DS XL, egal. Ja, das kann man so dran klappen und hat dann noch einen zweiten Analogstick. Das habe ich ihm geschickt und noch ein paar Goodies, glaube ich. Und von ihm habe ich bekommen Sonic All-Star Racing für den DS. Ja, sau cool, weil ich stehe auf so Mario Kart Spiele, wenn sie gut sind. Und leider ohne Anleitung, aber das habe ich schon gewusst. Wenn jemand die Anleitung zu dem Spiel hat und sie abgeben möchte, sagt mir doch bitte Bescheid. Und als Goodie hat er mir noch Dragon Ball Z Goku Defense. Keine Ahnung. Bin ich der riesen Dragon Ball Typ, aber trotzdem cool. Ja, vielen Dank, René. Und ich hoffe, du hast Spaß mit dem Griff. So, das war das. Dann haben wir noch ein Päckchen. Und zwar kommt das aus Lehrte vom Benny. Und er hat mich angeschrieben und hat gemeint, so, ey, ich habe da ein paar Sachen, die ich gerne abgeben möchte. Und ob ich sie denn brauchen könnte. Ich so, ja, schon. Aber ich habe im Moment keine Tauschwaren, also nichts Wildes. Und dann meinte er, ey, ist kein Stress. Die sehen auch nicht mal so gut aus. Aber ich schick's dir, wenn du willst. Und irgendwann, wenn in deinen Videos irgendwas vorkommt, was mir gefallen würde und du Bock hast, mir das zu geben, dann tauschen wir. Ich meine, alles klar, cool. So, und eingepackt hat er mir. Das kommt zum Schluss. Und das kommt auch zum Schluss. Ein paar Games für die N64. Und zwar Formel 1 Grand Prix 2. Ja, und wie er gesagt hat, in etwas kotzigem Zustand. Aber kein Stress. Wave Race. Boah. Hat der René da seinen Namen hinten drauf geschrieben? Egal. Egal. Ja, Wave Race. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir zu den Highlights. Ein Donkey Kong 64. Ja. Und ein Super Smash Brothers. In your face. Danke. So cool. Benny. Fett. Und wie gesagt, wenn du was siehst in den nächsten Videos, und was dir gefallen würde und ich bereit bin, es dir abzugeben, dann können wir das gern machen. Ansonsten fett, vielen Dank. Ja, und dann kommen wir zu einer Kleinigkeit, das wird den Babak freuen. Und zwar, das war ein Kleinanzeigenfund. Ein Game Boy Micro mit OVP. Ja,
klar, okay, hier und da hat es halt einen Aufkleber drauf und da ist es leider abgerissen, aber ansonsten kann man mit leben. Und ja, wie gesagt, es war ein Kleinanzeigenfund. Und der Kollege, der das verkauft hat, hatte es drinstehen für Verhandlungsbasis 140 Euro. Dabei waren aber noch eine Flashkarte. Also im oh, hier ist übrigens mein zweiter Babak. Aber du hast ja einen nur ohne OVP, aber ist ja egal. Obwohl, eigentlich ist es nicht egal. Ja, hat der Typ noch so eine Advance mit SD-Slot an der Seite und das war so ein Teil mit 70 Spielen drauf. Das hat er gehabt und das Faceplate hier hat er zwei austauschbare, aber nicht in dem Original Silber, sondern irgendwelche wilden Tiger-Tanga-Farben und so. Und ja. Also wer es nicht weiß, beim Micro kann man da und da, ja, einfach da und da ein bisschen mit einem Stift poolen und so, dann kann man das hier oben abziehen, dann kann man das Display reinigen und so, ne? Ja, die Dinger wollte ich auch nicht und da hat der Kollege den Fehler gemacht und hat gemeint, so, ja, die Faceplates, da hat mir schon jemand 20 angeboten und die Flashcard, die habe ich damals für 60 Euro gekauft und so. Und ich so, ja, okay, schön und gut, nur brauche ich nicht. Das Ding ist noch, er ist zu mir nach Hause gekommen, weil ich habe ihm ein Bild von meinem Schrank geschickt und habe gemeint, so, ja, vielleicht können wir auch was tauschen, wenn du Lust hast. Hat er gemeint, so, gerne. Als er da war, habe ich ihm dann... Ist mir leider erst aufgefallen, dass ich so meine Nintendo-Sachen nicht tauschen will. Aber egal, da hätte er eh nichts gefunden, was ihm irgendwie getaugt hätte. Und die anderen Sachen, da war nichts dabei für ihn. Ich so, ja, okay, cool. Dann gingen die Verhandlungen los. Wie gesagt, 140 Euro. Ich wollte aber allerdings nur den Advance, den Mikro mit der OVP. Und das war's. Das andere Zeug wollte ich nicht. Und ist auch alles drin, soweit. Ja. Booklets, also Anleitungen. Original Netzteil, sehr cool. Und der Micro in Silber. In recht gutem Zustand. Also der ist auf jeden Fall besser ein Schuss als mein grüner. Hier vorne hat er ein Kratzerchen. Ja, aber ist halb so wild. Ja, also auf jeden Fall cool. Ja. Dann ist er erst mit dem Zubehör, also diese Flashkarte und den zwei Faceplates auf 100 Euro runtergegangen. Aber ich meine, guter Herr, interessiert mich immer noch nicht. Ich möchte nur den Mikro haben mit der OVP. Ja, ja. Dann ist er von sich aus... Ne, Moment. Von sich aus runter auf 70. Da habe ich ihm gesagt, 40. Da hat er schon die Hände über den Kopf geschlagen und wollte gehen. Er hat gemeint so, ja, weißt du was, ich bin sowieso öfter in der Gegend. Und dann, das machen wir dann schon nicht so, ja, wie öfter in der Gegend. So, ja, ja, das können wir ja beim nächsten Mal machen. Und dann habe ich gemeint, und also da kam ich mir im Nachhinein selber ein bisschen krass vor. Da habe ich gemeint, nein. Das Teil bleibt schon hier, da kommen wir schon auf einen Nenner. Und ey, das war kein mickriger Typ, ja, das waren 2 Meter Hühner halt, ne. Ein sehr netter Mann und so und hab ihm auch was zu trinken angeboten und wollte aber nicht, aber ne, okay. Wie gesagt, dann habe ich ihm 40 angeboten, er wollte gehen und blablabla. Dann hab ich gemeint, okay, pass auf, ich gebe dir 50. Dann hat er kurz überlegt. Und dann hat er gemeint, gib mir 55 und wir haben einen Deal. Also, für 55 Euro Mikro, ein Gameboy-Mikro in OVP. Danach ist er schnell verschwunden mit etwas finsterer Miene. Aber ich habe einen guten Deal gemacht. Und das lasse ich mal hier stehen für den Babak. Oder wo kann man das stehen? Hier, das ist immer für den Babak hier stehen. Babak, für dich. Und ist bei euch auch so heiß? Heute mal keine Pepsi, sondern was Gesundes. Ah,
Okay, Leute. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Und zwar habe ich das so gemacht. Es sind einige Zettel und ich habe auf jeden Zettel drei Namen. Beziehungsweise auf einem habe ich einen Namen, weil es ging halt nicht anders. Auf. Und oh, da muss der alte Mann aufstehen. Ich zeige euch da, also ihr seid wirklich, es sind alle drauf. Ja. Ja. Ihr seid wirklich alle dabei, so. Dass mir nichts unterstellt wird. Und ja, und sorry den Leuten, denen ich auf dem YouTube-Video, also im Gewinnspiel-Video nicht geantwortet habe. Ja, ich habe einfach viel zu tun gehabt. Und ja, aber trotzdem danke fürs Mitmachen. So, dann tue ich mal alle da rein. Und zwar, was ich tun werde, ich werde einen, also eins rausziehen. Dann schauen wir mal, wer das ist. Und dann schneide ich die nochmal in ein, also in drei Namen, drei einzelne und ziehe dann nochmal. Aber ich werde dann rückwärts ziehen, also der als letztes gezogen wird, der hat dann letztendlich gewonnen. Der davor jeweils gezogen wird, bekommt das, falls der Gewinner sich nicht meldet bei mir. Ist auch schon vorgekommen. Ja? So, jetzt haben wir fast alle. Schauen wir mal. So, sind alle drin. Ich misch mal schön durch. Und guck auch nicht hin. Ich mische das gut. So. So, dann ziehen wir mal einen. Beziehungsweise drei. Also, ja, ihr wisst schon. Oh, da ist einer rausgefallen. Nehmen wir doch den. Und zwar haben wir hier Baku Yakin Pollard und Ilinina. So, das schneide ich jetzt auf. Wo ist meine Schere? So, das mache ich jetzt in drei. Tu die nochmal da rein. So, misch schön durch. Und wie gesagt, der letzte, der gezogen wird, hat dann letztendlich gewonnen. So, Platz 3. Pollard. Sorry. Platz 2. Also, Platz 2. Ich wollte es spannender machen, aber dann, naja. Il Ninja. Das heißt, der Gewinner vom Gewinnspiel heißt Baku Yaku. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst die Gewinnbox. Und ja, melde dich doch bitte bei mir auf Facebook. Und dann schicke ich dir das. Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, schaltet morgen doch wieder ein. Also heute ist ja Freitag und ich lade es dann hoch. Schaltet doch morgen zur nächsten Folge, zur Samstagfolge ein. Da gibt es dann wieder ja, Flohmarkt-Action und so weiter. Also Leute, in diesem Sinne, euer Ree.